Ja, wir haben heute Morgen, ist drauf? Ja. Wir haben heute Morgen schon ein paar Worte zum Thema Digitalisierung, was da so alles passiert, gehört. Wir haben vor allem gestern, diejenigen, die von Ihnen gestern schon da waren, sogar schon erste Einführungskurse ins Thema Machine Learning bekommen. Also all das sind natürlich Themen, die uns auch in dem Bereich Planung beschäftigen. Wer von Ihnen mich noch nicht kennt, ich bin bei uns bei der Infomotion verantwortlich für alle Planungsprojekte, die insbesondere im Umfeld, im SAP-Umfeld durchgeführt werden. So, und heute wollen wir den Ball mal ein bisschen weit nach vorne werfen und mal gucken, wo denn da die Reise hingeht. Gestern in einem sehr ähnlichen Vortrag haben wir gesagt 2025, wie sieht dort die Planung aus? Ich glaube, manche Dinge sind schon viel näher als 2025 da und wir zeigen Ihnen auch ein paar Projektbeispiele. Ein erster Blick in die CFO-Organisation zeigt, dass also die letzten Jahre eher davon geprägt waren, von der Fragestellung, wie stelle ich mich im Business Partnering auf, wie unterstütze ich die unterschiedlichen Fachbereiche in Themen wie Internationalisierungsstrategien, Komplexitäten in den Geschäftsmodellen. Aber wie wir das heute Morgen auch schon gesehen haben, technologisch kommen auch einige Herausforderungen auf den Bereich zu. Big Data, Digitalisierung sind Themen und wir werden dazu gezwungen sein, in diesem Umfeld immer schneller die Innovationen in unsere Prozesse einzuführen. Und bei der Frage, wie wird sich denn das in den kaufmännischen Prozessen ändern, haben wir natürlich versucht, uns Beispiele zu suchen. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Veröffentlichung der Firma Kärcher gelesen und ich nehme an, Sie kennen alle Kärcher, den Hersteller von Reinigungsmaschinen, ist für uns Schwaben so quasi eine Schlüsseltechnologie, deshalb habe ich es ganz interessiert auch durchgelesen. Und in dem Beitrag ist beschrieben worden, wie Kärcher den Bereich der professionellen Reinigungsmaschinen verändert hat mit Industrie 4.0, Anwendungen und Möglichkeiten und Produkte, die eine Variantenanzahl von bis zu 40.000 haben, wie sie dort die Produktionszeit um 50% reduzieren konnten. Und das sind natürlich Ansatzpunkte, die wir gerne auch mal in die kaufmännischen Steuerungsprozesse versuchen wollen zu übertragen. Und die Frage, wann ist denn überhaupt mit der Automatisierung begonnen worden? Das war das so in den 70er Jahren, wo die ersten Roboter in die Werkshallen der Automobilindustrie eingezogen sind. Und ja, 40 Jahre später arbeiten wir in Planung und Steuerung immer noch sehr, sehr manuell, viel mit Excel. Das wird sich unserer Meinung nach ändern in den nächsten paar Jahren. Auch hier wird Automatisierung in den Fokus rücken. McKinsey hat letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, bei der sie sagen, dass Budgetierungs- und Forecasting-Prozesse bis zu 50% automatisierbar werden. Und wir gucken uns heute ein paar Beispiele an und ich bin der Meinung, es ist sogar mehr wie 50% und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen, was Sie davon halten im Anschluss an den Vortrag. Und um das ein bisschen zu strukturieren, haben wir uns erstmal überlegt, ja, was für Schritte habe ich denn, wenn ich in der Steuerung meines Unternehmens bin? Und da gibt es, haben wir uns ein paar beispielhaft rausgesucht. Also wir beginnen erstmal das Steuerungsmodell aufzubauen. Wir müssen unheimlich viel Informationen beschaffen im Rahmen der Prozesse. Wir müssen die Werte dann irgendwann auch mal ermitteln auf Basis von Annahmen und müssen diese so simulieren können. Wir müssen die Informationen plausibilisieren, die dabei rauskommen und wir müssen am Ende eventuell auch noch Maßnahmen definieren, um unsere Ziellücken zu schließen, was denn so aus den Eckwerteplanungen der Vorstandsbereiche, wir haben es heute Morgen auch schon gehört, wie der Bill McDermott hier klare Vorgaben im Top-Down-Ansatz gibt. Und die Technologien, die wir uns im Moment als mögliche Technologien sehen, wie wir diese Prozesse unterstützen können, ist einerseits Machine Learning, ist eine Methode, die sich Digital Twins nennt, da wollen wir heute nicht so sehr drauf eingehen, aber dann wiederum mehr auf Predictive Computing, hier auf aktuelle Projektbeispiele eingehen oder auch, wie wir mit externen Daten die Plausibilisierung unterstützen und letztlich auch noch mit künstlichen Intelligenzmethodiken diese Maßnahmen eventuell ermitteln können. Also Ursache-Wirkungsbeziehungen werden eine große Rolle spielen, die automatisiert zu erkennen,
Wir werden sicherlich in der Frequenz unserer Steuerungszyklen deutlich schneller werden, vielleicht sogar real-time. Wir werden automatisiert Vorschlagswerte bekommen. Ich glaube, dieser Vergangenheitsbezug, die letzten 3 Ist-Jahre uns anzugucken und darauf auf die Zukunft zu schließen, das wird bald Historie sein. Wir werden einfacher plausibilisieren können und wir werden vielleicht sogar in bestimmten Rahmenbedingungen automatisiert steuern können, wo wir gar nicht mehr einen Planer oder einen Controller brauchen, um Steuerungsmechanismen durchzuführen, sondern diese werden uns teilweise von den Maschinen abgenommen. Ich will aber jetzt im Unterschied zu gestern auch nochmal darauf eingehen, wie die SAP Sie an der Stelle in Zukunft unterstützen wird. Die SAP, das hat die Olga heute Morgen auch schon dargestellt, hat mit der S/4HANA im Prinzip die Grundlagen geschaffen für den digitalen Kern ihres Unternehmens. Das heißt, alle Informationen, zumindest mal alle internen Informationen, werden künftig auf der S/4HANA zur Verfügung stehen. Und darüber hinaus wird es Funktionalitäten geben, die Sie unterstützen in verschiedenen Themen. Und hier ist beispielhaft die SAP CLEA-Plattform genannt. Die SAP CLEA-Plattform ist sehr neu, ist eine cloud-basierte Machine Learning-Plattform. Ich glaube, diese Woche auf der SAPphire in Orlando wird die erste Applikation vorgestellt im Cache-Management. Das wollen wir uns gleich auch nochmal genauer anschauen. Und wir sind hier tatsächlich ganz am Anfang. Aber ich glaube, neben dieser Plattform gibt es noch SAP Leonardo, ist die künftige Cloud-Plattform für alle IoT-Anwendungen. Wir haben Fieldglass gesehen, wir haben Conker gesehen vorher auf den Folien. Also das sind alles Applikationen, Cloud-Applikationen, die im Endeffekt diesen digitalen Kern Ihres Unternehmens dann erweitern werden. Und die erste Anwendung, die die SAP mit Machine Learning durchführt, ist im Bereich des Dispute Managements, das heißt in der Zuordnung von Forderungen zu tatsächlichen Zahlungseingängen, denn da hat man festgestellt, dass es also eine Vielzahl von aufwendigen Schritten gibt in diesem Prozess. Das heißt, Kunden bezahlen erstmal Pauschalsummen, die mit den Rechnungspositionen nichts zu tun haben. Wir haben teilweise fehlende Informationen, weil in der Bezahlung die Rechnungsnummer beispielhaft nicht dargestellt ist. Wir haben Rabatte, die wir irgendwie erkennen müssen, die der Kunde abgezogen hat, und wir haben vielleicht sogar Kursdifferenzen, weil in einer anderen Währung bezahlt wurde. Und was eben die Accounting-Abteilungen oder die Shared Service Center auch oft machen müssen, ist bei dem Kunden dann tatsächlich anrufen, um diese Fälle auch abzudecken. Also sehr ein Prozess, im Moment ein Accounting-Prozess mit sehr viel Aufwand, der künftig durch eine Machine Learning Plattform vereinfacht und automatisiert wird. Das sieht dann tatsächlich so aus, und das ist für alle die gestern diese Machine Learning Einführung schon bekommen haben, jetzt auf einem sehr hohen Level. Aber diese Prozesse sind eben so aufgebaut, dass ich dem Machine Learning Algorithmus bestimmte Trainingsdaten zur Verfügung stelle, auch regelmäßig, also kontinuierlich trainiert dieser Algorithmus weiter. Gestern das Beispiel vom Dr. Erbs, der jede Nacht seine Machine Learning Anwendungen weiter trainiert, um die immer besser zu machen. Und der große Unterschied zu den regelbasierten transaktionalen Systemen ist eben, dass wir diese Regeln nicht irgendwo programmieren müssen, sondern dass die Anwendungen selber diese Muster erkennen und dann selber die Lösungen dafür auch finden. Und so ist es eben, dass ich hier einen Trainingsprozess vorschalte, ganz viele Daten erstmal zur Verfügung stelle, um die Anwendungen zu trainieren und sie dann im Einsatz eben automatisiert laufen lassen kann. Das führt dann dazu, dass ich einerseits auf Basis des regelbasierten transaktionalen Systems schon mal ungefähr 2/3 der Fälle abdecken kann, weil eben sehr viele Informationen schon da sind, und das restliche Drittel dann eben künftig von diesem Machine Learning Algorithmus übernommen hat und somit der manuelle Aufwand in diesem Prozess sehr, sehr gering wird. Wir haben noch einen dritten Punkt, die Software-Robotik.
Das ist so dann das letzte Heilmittel, sage ich jetzt mal, ist nicht unbedingt das Ziel der SAP, Software-Roboter einzusetzen, weil diese führen im Endeffekt nur bestimmte Klickpfade durch, die der Anwender normalerweise tut. Und ein SAP-Mitarbeiter hat mir mal gesagt, naja, wir wollen jetzt nicht mit einer Software die Schwächen einer anderen Software lösen, sondern wir versuchen natürlich, das in unseren transaktionalen Systemen schon abzudecken. Aber vielleicht gibt es halt doch Dinge, die sich nicht auf dem Weg nicht automatisieren lassen. Hier ist als Beispiel das Herunterladen eines Kontoauszugs. Wenn ich eben keine Schnittstelle habe zu der Bank, dann kann das eventuell über solche Roboter gelöst werden. Der Vorteil von denen ist natürlich, die machen das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Also, mit SAP CLEA bekommen Sie eine zusätzliche Möglichkeit, Machine Learning in Ihren bisherigen Anwendungen zu ergänzen. Und neben dem Dispute Management gibt es da noch ein paar andere erste Ansatzpunkte, die jetzt in den kommenden Wochen und Monaten announced sind. Das ist im Bereich Intercompany-Abstimmung, wo man automatisieren kann. Genauso wie man bei den Zahlungseingängen haben wir natürlich auch die Rechnungszuordnung im Wareneingang, die mit manuellem Aufwand verbunden ist. Und was ich auch sehr interessant finde im Bereich Recruiting, also im Bereich HR, wenn wir meine Kolleginnen aus unserer HR-Abteilung aus diesem ja, noch überschaubaren Größenordnung erzählen, dass sie pro Jahr 3.000 bis 4.000 Bewerbungen sich anschauen, um da die besten Leute rauszufinden, die wir dann bei Ihnen im Projekt einsetzen, dann ist das eine ganze Menge. Und wie gesagt, wir sind da noch in einer überschaubaren Größenordnung. Also hier ist auch gedacht, Stellenprofile zu matchen mit Bewerbungen, die eingehen, um hier Vorschläge zu erhalten, welche Profile man sich genauer anschaut. So, wenn wir jetzt wieder zur Planung kommen, dann und schon mal die Zahlungseingänge irgendwie zugeordnet haben über meinen Machine Learning Algorithmus, dann glauben wir auch, dass wir in der Liquiditätsvorschau hier Möglichkeiten haben. Das ist tatsächlich ein Proof of Concept, der bei einem Automobilhersteller in den letzten Wochen durchgeführt wurde. Leider noch nicht auf SAP CLEA, aber das System wird uns ab der kommenden Woche dann auch zur Verfügung stehen. Deshalb werden wir das sicherlich da auch ausprobieren. Und dort hat man eben versucht, über Machine Learning die Vorschau der Zahlungseingänge zu verbessern, hat ein Modell trainiert über mehrere Eingangskriterien, also hier abgebildet Betrag, Lieferort, sind mal nur zwei, es gab eine ganze Reihe mehr. Und man hat es dann geschafft, eine sehr präzise Liquiditätsvorschau tatsächlich abzubilden, dann auch im Vergleich mit den historischen Ist-Werten. Das war oder ist für dieses Unternehmen im Moment nicht ganz so dramatisch, weil die Finanzierungskosten derzeit auch nicht so hoch sind, aber es ist schon davon auszugehen, dass sich die Zinsentwicklung hier auch verändern wird und da möchte man entsprechend vorbereitet sein. Ein zweiter Anwendungsfall für Machine Learning im Planungsumfeld ist im Bereich der treiberbasierten Planung. Es wird immer mehr nachgefragt nach dem Thema und wenn wir so in der strategischen Planung sind, sage ich mal, da sieht es relativ gut aufgeräumt aus. Ja, wenn ich so eine Eckwerteplanung mache, wenn ich Targets vorgeben möchte, dann komme ich mit so einem überschaubaren Treiberbaum eigentlich ganz gut hin. Und wir sehen das auch nachher in der BO Cloud, stehen auch diese Treiberbäume so schon zur Verfügung. Wenn ich das aber konsequent weitertreibe und auch in der operativen Planung auf ein Treibermodell setzen möchte, dann werden die Anwendungen deutlich komplexer. Denn ich bekomme eine Vielzahl von Treibern auf eine relativ große Anzahl von Planungsobjekten und ich muss da eben in der Lage sein, Ursache-Wirkungsbeziehungen tatsächlich zu erkennen, um auch die richtigen Treiber zu verwenden. Im ersten Moment, denke ich, werden da Machine Learning-Prozesse anwendbar sein, um die Validität der Treiber auch tatsächlich rauszubekommen. Wenn man das Thema ein bisschen weiterspinnt, ist durchaus auch möglich, dass diese Treiberbäume automatisiert erstellt werden können. So, zweite sehr wichtige Technologie ist Predictive Computing. Und hier haben wir auch schon erste Projektreferenzen. Hier möchte ich Ihnen ein,
ein Projekt ein bisschen näher vorstellen. Das haben wir mit einer Brauerei in München gemacht. Liegt jetzt schon gut zwei Jahre zurück. Die haben eine Absatzplanung eingeführt für alle Vertriebsmitarbeiter. Und nach zur Verfügungstellung der Ist-Daten hatten die Vertriebsmitarbeiter tatsächlich 2 Tage Zeit, um ihren Forecast für die nächsten 18 Monate auszuarbeiten. Es war ein rollierender Forecast, deshalb hat man meistens natürlich nur den letzten Monat hier ergänzt, oder so war die Idee. Tatsächlich hat man aber das gesamte Produktportfolio, was bei so einer Brauerei ungefähr 10.000 SKUs sind, reduziert auf 730 Produkte, auf denen geplant wurde, und auf 900 Planungsentitäten. Also das waren Vertriebszentralen, Kunden, je nachdem. Also auch deutlich mehr und reduziert auf 900 Stück. Und es führte dann dazu, dass wir pro Monat ca. 12 Millionen Plandaten zu verarbeiten hatten. Das ist natürlich manuell auf gar keinen Fall möglich, und es erscheint im ersten Moment vielleicht auch etwas überdimensioniert. Tatsächlich ist es für die aber ein wichtiges Kriterium bei der Frage, wie viele Etiketten, in welcher Form, in welcher Sprache, mit welchen Informationen drauf, immer entsprechend den gesetzlichen Regelungen, die dafür vorherrschen, für die Etikettierung. Genauso das Thema Kronkorken, wie viel rote, gelbe, blaue, weiße, was weiß ich, glaube, es gibt 5 verschiedene Kronkorken dort für Alkohol, nicht alkoholisch und sonstige. Auch das Verpackungsmaterial, das zur Verfügung gestellt werden musste, um wirklich im richtigen Moment an den vorbeikommenden Kunden auch die Produkte abgeben zu können. Und das wichtigste Kriterium in dem Prozess war die Steuerung der Abfüllzeiten. Denn die Abfüllzeiten ist der kritische Pfad dort. Das Bier kann man wohl relativ lang aufbewahren, habe ich auch gelernt in dem Zusammenhang, solange kein Sauerstoff rankommt. Von daher war die Lagerung nicht das Problem, aber die Abfüllzeiten und zum richtigen Moment das Bier abzufüllen, um dann kontinuierlich lieferfähig zu sein. Das ist extrem wichtig. Und tatsächlich lief das dann so ab, dass wir jedem Planer, nachdem die Ist-Daten zur Verfügung waren, die letzten 12 Monate in seinen Sheets dargestellt haben und gleichzeitig die nächsten 18 Monate, auf die geplant werden sollte, über einen statistischen Algorithmus vorberechnet haben. Hier haben Sie auch als Anwender, als HANA-Anwender, sage ich mal, oder wenn Sie HANA bei sich eingeführt haben, die Predictive Analytics Library, auf die Sie in dem Moment zurückgreifen können, die Ihnen genau diese Statistiken anbietet, die für so einen Forecast dann notwendig sind. Und die Vertriebsmitarbeiter hatten dann die Möglichkeit, diese automatisiert ermittelten Vorschlagswerte zu übernehmen oder eben sich tatsächlich dann an eine manuelle Planung ranzumachen. Die manuelle Planung musste dann auf 9 Monate erfolgen. Es gab auch ein paar Ausschlusskriterien, neue Produkte und Produkte, die ausgelaufen sind, die mussten immer manuell geplant werden, und alle anderen konnten statistisch oder eben manuell geplant werden. Und auf Basis dieser manuellen Eingaben, das war jetzt ein eher pessimistischer Vertriebsmitarbeiter, das ist ja auch oft so, ja, dass viel Politik in diesen Planzahlen auch zu finden sind. Der ist also da ein bisschen pessimistischer rangegangen, und auf der Basis hat man dann, ich sehe hier Leidensgenossen, und auf der Basis sind dann die hinteren 9 Monate auch automatisch berechnet worden. Also Predictive Computing, glauben wir, ist wirklich ein sehr gutes Mittel, um valide Vorschlagswerte erzeugen zu können und eben wegzukommen von der Frage, ja, wie war es vor 3 Jahren, vor 2, vor 1 Jahr, und dann schreibt man es halt fort oder machen eine Excel-Formel rein, sondern hier wirklich auf valide Zukunftsinformationen zu kommen. Die SAP macht es uns ja hier vor. Das nächste Thema ist die Nutzung externer Daten, und da möchte ich Ihnen 2 Beispiele vorstellen, wie wir glauben, dass externe Informationen unsere Planungsprozesse auch in Zukunft ändern werden, weil sich einfach die Transparenz für den Planer deutlich erhöhen wird und die Informationen sehr schnell zur Verfügung stehen. Ein 2. Unternehmen im Großraum Stuttgart
Bereich Maschinenbau, die gehen heute so vor, dass sie in einem Rhythmus von 2 oder 3 Monaten alle Webseiten ihrer Bestandskunden analysieren, nach Neuigkeiten, nach Schlagworten, insgesamt nach Inhalt. Und diese Inhalte dann vergleichen mit den Websites von Neukunden, von potenziellen Neukunden, um eben hier eine höhere Transparenz zu bekommen. Naja, welchen Kunden müssen wir da mit hoher Priorität anschauen oder angehen? Welche Kunden haben ganz andere Themen auf dem Schirm? Und diese Informationen dann nutzen. Und wenn wir weggehen aus dem B2B-Bereich in den B2C-Bereich, dann ist vor wenigen Monaten eine Studie veröffentlicht worden der Universitäten Stanford und Cambridge. Und die haben sich mal angeschaut, oder die Wissenschaftler dort haben einen Zusammenhang gefunden zwischen der Beschreibung einer Person und seinen Like in Facebook abgibt. Und nachdem so 90.000 Fragebögen dort ausgewertet wurden, hat man festgestellt, dass man also, wenn ein Facebook-User 70 Likes abgibt, dass man eine sehr genaue Beschreibung oder eine Beschreibung über diese Person abgeben kann, die besser ist als eine Beschreibung, die sein Freundeskreis ermitteln oder aufstellt. 150 Likes sind notwendig, um die Beschreibungen präziser zu gestalten als Familienmitglieder. Und 300 Likes reichen aus, um eine präzisere Beschreibung über eine Person zu bekommen, als dessen Ehepartner in der Lage ist. Durchschnittlicher Facebook-User gibt 227 Likes ab. Also irgendwo zwischen Familienmitglied und Ehepartner ist Facebook in der Lage, den durchschnittlichen Anwender zu beschreiben. Und wenn Sie bis heute noch nicht an den Wert von Facebook geglaubt haben, dann ist, glaube ich, diese Studie der letzte Schritt, um zu sehen, wo die Werte tatsächlich liegen. Die liegen eben darin, dass sie ganz viele von uns sehr gut beschreiben können. Und daraus können wir natürlich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf Marktpotenzial, daraus können wir natürlich Informationen ableiten, die auch für unsere Planung und für unsere Unternehmenssteuerung durchaus wichtig sind. Ein weiteres Projekt, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte, das wir aktuell beim Automobilhersteller durchführen, jetzt nicht großartig mit der Methodik der Digitalisierung, aber es ist ein, finde ich, ganz interessantes Projekt, weil es eben sehr komplex ist und weil es im Bereich des CO2-Flottenmanagement liegt. Ich habe gestern schon gesagt, der CO2-Flottenmanager ist ungefähr bei einem Automobilhersteller das, was so ein Data Scientist in der IT ist. Hochbezahlt und extrem wichtige Mitarbeiter. Und um so eine CO2-Prognose für Ihre gesamte Flotte abzugeben, gibt es einfach eine Vielzahl von Eingangsparametern in der Planung. Wir müssen schauen, welche Innovationen stehen an, wir müssen die Innovationen bewerten. Wir müssen natürlich die ganze Ausstattungsvarianten unserer Fahrzeuge oder unserer Flotte angucken, welche Motoren haben wir im Einsatz, welche Getriebe, welche Antriebe. Das alles auch vor dem Hintergrund der Absatzstruktur auf den verschiedenen Märkten, denn ich habe auf jedem Markt, egal wo ich bin, in China, USA, Europa, unterschiedliche Regelungen. Und ich habe auch sehr kreative Regelungen in manchen Ländern, wie ich Autos mit hohem CO2-Verbrauch doch irgendwie in so eine Kategorie reinbekomme. Also viele Eingangsparameter, die dieser Planer tatsächlich berücksichtigen muss, und diese Sheets sind doch durchaus komplex. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr viele Maßnahmen, also wir kommen hier auf das Thema, wie kann ich denn Maßnahmen generieren, und hier gibt es auch eine Reihe von Möglichkeiten, die dieser CO2-Flottenmanager dann tatsächlich durchführen kann. Also es kann natürlich erstmal bewerten, naja, wie viele Strafzahlungen akzeptiere ich denn, wie viele Rückstellungen will ich denn dafür tun, aber es geht natürlich auch darum, wie bewerte ich Innovationen für die Zukunft, welche Credits bekomme ich denn dann von den unterschiedlichen Ländern, wenn ich eine Start-Stopp-Automatik einbaue in mein Fahrzeug. Ich muss natürlich genau darauf achten, in welchem Vertriebsmix ich in dem jeweiligen Land bin, denn der Vertriebsmix ist sehr entscheidend. Ich glaube, das ist auch
Also es geht hier nicht um Mercedes, aber ich bringe jetzt das Mercedes-Beispiel. Das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum zum Beispiel Smart noch im Konzern enthalten ist, weil ich dadurch eben die Flotte deutlich besser managen kann. Und aus dieser Vielzahl der Möglichkeiten und Maßnahmen, die ich ableiten kann, glauben wir, dass es Methoden der künstlichen Intelligenz gibt, die mir dabei helfen, die richtigen Maßnahmen zu identifizieren oder vielleicht sogar Maßnahmen zu finden, auf die ich selber erstmal noch gar nicht komme. Zusammengefasst haben wir also eine Vielzahl an Technologien, die uns vor allem drei Nutzen bringen. Einmal Transparenz der Märkte, die uns es möglich machen, unsere Steuerung, unsere Planung zu verbessern. Ich kann Machine Learning nutzen, um Muster zu erkennen in meinen Ist-Daten und in dem, wie ich künftig arbeite. Und ich bekomme die Möglichkeit, viel mehr in Realtime zu arbeiten als heute. Heute haben wir monatlich rollierende Forecasts, im besten Fall, sage ich mal. Warum nicht täglich künftig eine Planung aktualisieren auf Basis neuer Informationen? Und wenn wir da in Richtung Absatzplanung denken, dann ist es eben dazu da, präzisere Vorhersagen treffen zu können, schnellere Vorhersagen und die Frequenz zu erhöhen. Die Eingangsthese war, Planung wird durch Digitalisierung weiter automatisiert und wir haben jetzt ein paar Beispiele gesehen, wie wir das nochmal untermauern können. Das heißt, durch Logiken Ursache-Wirkungsbeziehungen erkennen zu können, wird uns hier helfen. Wir werden Realtime-Informationen zur Verfügung haben, die in unsere Prozesse einfließen. Wir werden viel, viel weniger auf Vergangenheit schauen, viel mehr auf berechnete Vorschlagswerte. Die Modelle, denken Sie an das Bierbeispiel, werden viel granularer und aus dieser Granularität kann ich natürlich mehr ableiten und ich habe nicht mehr die Einschränkungen, wie ich sie vielleicht heute teilweise noch habe. Und Steuerungsmaßnahmen werden in bestimmten Rahmenbedingungen automatisiert. Das heißt, es muss nicht mehr alles durch ein Excel-Sheet erstmal durch, sondern wir werden ganz konkrete Vorschläge und auch Umsetzungen bekommen, die der Steuerung dienen. Unser Fazit heute ist, wir sind beim einen oder anderen Unternehmen in der Diskussion, naja, das ist wirklich Zukunftsmusik, ja. Ich habe ja noch nicht mal alle Daten auf einer Plattform. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Also kontinuierliches Datenmanagement ist ganz wichtig, um überhaupt an solche Technologien überhaupt denken zu können. Wir glauben, dass Plattformanbieter wie die SAP hier die Innovationstreiber werden in Zukunft, denn sie stellen die Möglichkeiten ganzheitlich zur Verfügung. Wir hatten in den letzten Jahren schon immer mal wieder kleinere Anbieter, die hier gezeigt haben, wie sich die Planung entwickelt. Das wird künftig anders sein. Wir glauben, dass heute Technologien schon so weit ausgereift sind, dass man sie auch einsetzen kann, siehe Predictive Computing, auch im Machine Learning, das ist näher dran, als wir denken, und auch bei der Frage, vielleicht Facebook-Informationen nutzen zu können. Da sind wir heute, glaube ich, schon weiter, als man es denkt. Und wir haben bei der Informotion das Digital Lab gegründet, eine Möglichkeit, mit Kunden zusammen genau solche Dinge zu erörtern, herauszuarbeiten, wie wir mit solchen Technologien ihre Prozesse für die Zukunft auch stabil halten können und sie dabei dann in dieser digitalen Transformation auch zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jörg. Haben Sie Fragen? Dann vielleicht eine von mir. Wir haben auf der Vorfolie gesehen, Steuermodelle werden stärker automatisiert. Wie weit wird denn die Automatisierung gehen? Wann können die Controller denn länger Urlaub machen? Also Urlaub machen vielleicht länger, ja. Es wird
immer irgendwelche irregulären Ereignisse geben, das ist ganz klar. Und diese irregulären Ereignisse wird mir wahrscheinlich noch lange, lange kein Machine Learning Prozess tatsächlich abnehmen können. Von daher werden wir schon immer wieder auf bestimmte Situationen eingehen müssen. Es wird wahrscheinlich auch weiterhin Kriege geben, Sanktionen gegen Länder. Also wenn ich jetzt denke, die Unternehmen, die viel nach Russland geliefert haben in den letzten Jahren, die mussten ja einfach in ihren Planungen auf Themen eingehen, die sicherlich keine künstliche Intelligenz uns vorhergesagt hat. Von daher glaube ich, diese 50% oder vielleicht ein bisschen mehr sind schon realistisch.